Liebe Leserinnen, liebe Leser von der Schweizer Familie. Ja, fassen wir es zusammen, liebe Schweizer Familie. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und es freut mich außerordentlich, dass ich ein bisschen zu euch reden darf. Mein Name ist Claudio Zuccolini. Für die, die mich nicht kennen oder für die, die mich vergessen haben. Ich bin Komiker, Comedian oder wie man in diesem Jahr auch sagen kann, Covidian. Es war ein schwieriges Jahr, das 2020. Und gerade für uns, die auf der Bühne stehen, wir haben nicht so viele Gelegenheiten, keine ehrlicherweise. Sie hatte ein so tolles Jahr vor mir, ein neues Programm gestartet im Januar. Das Programm «Darum». Und darum bin ich auch sehr enttäuscht gewesen, was dann im März völlig abgefahren worden ist alles. Es ist lange nichts mehr gelaufen. Ich hatte dann aber später das grosse Glück gehabt, um etwas ganz Tolles dürfen zu machen. Und von dem sehen wir dann später ein bisschen etwas. Ich habe aus diesen Umständen heraus eine einmalige Gelegenheit gehabt, dürfen im Opernhaus in Zürich auftreten, eine Woche lang. Und das war ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Das haben wir aufgezeichnet und das gibt es dann später. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, es ist natürlich schon etwas, was uns fehlt, vor allem das Publikum. Der Applaus, man hat ja alles ausprobiert oder ein Autokino gemacht. Sehr schräg, wenn die Autos so vor dir stehen und die anschauen. Und ein bisschen hupend. Ich habe Online-Geschichten ausprobiert, aber es ist alles. Es ist so wie Raclette machen ohne Käse. Es fehlt aber genau das, was es eigentlich ausmacht, und das ist das Publikum. Der Applaus, von dem leben wir, und der Applaus hat mir schon extrem gefällt das Jahr. Ich bin auch am Anfang von dem ersten Lockdown ist ja so gewesen, dass es die Phase gegeben hat, wo Menschen rausgestanden sind auf dem Balkon und applaudiert haben für die Menschen, die im Gesundheitswesen grossartiges leisten nach wie vor. Aber ich bin einfach rausgestanden und habe den Applaus auch ein bisschen in mich aufgesogen, dass sie ihn nicht verlernen, weil ja, wir leben von dem. Und darum ist es auch schön, dass wir hier die Chance haben, vielleicht ein bisschen uns zu präsentieren und dass wir nicht vergessen werden. Ich bin auch überzeugt, es werden bessere Zeiten kommen. Und ich glaube, das Nachholbedürfnis, natürlich, wir sind nicht systemrelevant, das hat man ein Mal gehört. Aber gleich, glaube ich, so das Lachen und das zusammen etwas erleben, das hat vielen gefällt. Ich sehe es auch bei mir selber. Ich habe im Sommer irgendwann mal ein kleines Konzert dürfen erleben und habe eigentlich gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Obwohl ich nicht wahnsinnig der Konzertgänger bin, habe ich gemerkt, wie mir das fehlt. Vor einer Bühne zu stehen und dort passiert etwas, dort singt jemand. Und wenn das Erlebnis nicht ist, dann merkst du es erst, wenn ja, das dir fehlt. Und darum hoffe ich schon, dass wir ein tolles Jahr haben, das 2021. Also wenn alles kommt, was wir jetzt dorthin verschoben haben, dann ist das Jahr so dermaßen schon voll. Denken wir nicht mehr ans Alte. Ich würde sagen, wir zeigen im alten Jahr einfach mal den hier. Genau so. So war es 2020. Und jetzt freuen wir uns auf 2021, wo, da bin ich fast sicher, besser wird als 2020. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für das Jahr. Und ich habe es gesagt, ich war im Opernhaus, wir haben das aufgezeichnet, weil das ist unglaublich ein schönes Erlebnis war. Und ich werde die eine Nummer präsentieren, dort draus, wo auch bis um das Jahr 2020 gegangen wäre, weil ich habe so viele Jubiläen zum Feiern kein in diesem Jahr. Und um das geht die Nummer. Also, viel Spass. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder live, im Theater, irgendwo in der Schweiz. Bleiben gesund und vor allem sind lieb miteinander. Weil das haben wir auch gemerkt, oder? Es geht alles viel besser, wenn man lieb ist miteinander. Also, liebe Leserinnen, liebe Leser, wir sehen uns bald, hoffentlich wieder. Alles, alles Gute. Aber das ist schon krass. Und natürlich eines der wichtigsten Jubiläen ist 20 Jahre geheiratet. Das ist verrückt. He? 20 Jahre, wenn du dir vorstellst, im Strafvollzug. Da bist du lebenslänglich bei guter Führung, nach 15 Jahren draußen auf Bewährung. Wenn du dich in der Ehe bewährst und gut aufführst, dann hört es nicht mehr auf. Und irgendeiner hat ja vor einem Haufen Jahren mal erfunden, bei der Hochzeit zu sagen, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist aber in einer Zeit erfunden worden, wo die Menschen noch durchschnittlich 55 Jahre alt geworden sind. Dann geht das schon.
Mittlerweile wären es durchschnittlich 85 und ich finde 30 Jahre mehr. Das merkst du. Nein, aber wir haben es super. Also, ich habe eine ganz tolle Frau. Gell? Und nach 20 Jahren da hast du das Social Distancing auch drin. Also. Da haben wir keine Mühe gehabt, zum Umstellen jetzt, während dem Lockdown. Ja, näher, selten. Nein, ich bin wirklich eine tolle Frau. Ich möchte nicht mehr wechseln, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Nein, sicher, es gibt Kollegen von mir, ich habe viele Kollegen, die jetzt so in die zweite Runde gestartet sind. Scheidung hinter sich, jetzt frisch verliebt, neue Freundin. Und hey, in unserem Alter, es ist noch peinlich. Also es ist, weißt du, verliebt, hey, und Hilfe, wow. Und findest alles toll. Er sagt etwas und sie lacht. Und du weißt, in zwei Jahren hasst sie ihn für den Spruch, den er gerade gemacht hat. Und die Stimme von ihr wird immer ein halbes Jahr auf den Sack gehen. Aber im Moment ist alles toll und er kann alles sagen und sie ist begeistert. Er sagt, schau, das ist ein Stück Brot. Und sie sagt, wie kannst du das alles wissen? Du bist so gescheit. Ah.